Hi, hier ist Hostel Max. Ich bin in Hamburg und zu Hamburg gehört nun mal das Fischbrötchen und eine meiner Aufgaben hier in der Stadt ist es, genau sowas zu essen. Ich mag keinen Fisch. Ist also jetzt nicht so das, was ich wirklich gerne hätte. Bismarck-Hering heißt das Ding. Sieht so aus. Riecht nach Fisch. Und ich wollte kurz fragen, kann ich nicht vielleicht irgendwo auf einer Aussichtsplattform statt dieses Brötchen essen? Kommt mir gerade irgendwie schlau vor. Kostet übrigens nur 3 Euro. Also, es ist ein Fischbrötchen. Millionen Menschen essen Fischbrötchen und da ist noch nie großartig was passiert. Wahrscheinlich ist das gar nicht so schlimm. Die Verkäuferin am Stand hat eben gesagt, naja, vielleicht kommen sie ja auf den Geschmack. Ich probiere es mal. Als ich kleiner war, habe ich Matthias Hering, den gab es irgendwie immer aus dem Glas und der war super lecker. Das war früher. Wie gesagt, das haben ziemlich viele Leute schon gegessen. Also nicht dieses jetzt, aber Fischbrötchen allgemein. Kann, es riecht. Ich bin ja eher so Fischstäbchen. Fischstäbchen, das sind sowieso nur die, naja, der zusammengefegte Boden, zusammengepresst. Und nicht irgendwie so einen lächelnden Captain außen drauf. Damit komme ich klar. Fischbrötchen essen gehört dazu. Ich motiviere mich mal, da sind auch Zwiebeln drauf. Ich mag es. Wenn nur dieser Fischgeruch nicht wäre. Ich mache das jetzt. Es ging ja nur darum, dass ich es esse. Also, dass ich anfange. So. Okay, ich werde nicht im Krankenhaus enden, aber auch nicht am Ende des Brötchens. Ich komme nicht auf den Geschmack. Sofern ich es überlebe, wir sehen uns auf dem Weg. Boah.